Sehr geehrte liebe Freunde des Landesmuseums, Exzellenzen, sehr geehrte liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Stiftungsrates und im eigenen Namen herzlich willkommen zu heißen. Es ist ein gutes Gefühl, so viele Interessierte von nah und fern begrüßen zu dürfen. Und ich kann Ihnen versichern, Sie werden es nicht bereuen, den heutigen Aschermittwochabend mit uns zu verbringen und dabei allenfalls auf den klassischen Heringschmaus zu verzichten oder eben die lange Anreise auf sich genommen zu haben. Als Stiftungsrat habe ich natürlich den Heimvorteil und durfte bereits durch die Ausstellung wandeln, gerade als unsere Mitarbeiter Thomas Müssner und German Foser mit dem Hängen der Bilder beschäftigt waren. Dank an Sie, die Arbeit ist nicht ein vermeintlich einfaches Platzieren der Exponate. Ich beobachte und bewundere immer wieder, wie Sie mit Meter und Wasserwaage und mit Akribie auf die richtige Beleuchtung bedacht hängen und positionieren. Unser Direktor, Professor Rainer Vollkommer, hat mir die Biografie des Wjacheslaw Wassiljewitsch Kalinin zur Verfügung gestellt, sodass ich Ihnen nachher ein paar wichtige Daten aus dessen Leben näher bringen darf. Lieber Rainer, ich danke dir und deinem Team nicht nur für eure tolle Leistung, durch gute Vernetzung eine Ausstellung wie diese zu präsentieren, sondern auch ganz besonders für die angenehme Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat und für die Unterstützung, die ich persönlich erfahren darf. Es ist auch immer wieder eine Freude, dass uns die diensthabenden Frauen des Kassenaufsichtspersonals freundlich und aufmerksam bedienen. Und, weil ich gerade beim Danke bin, will ich mich im Namen unseres Hauses auch beim Jahressponsor RHW Stiftung bedanken, sowie bei den Hauptsponsoren dieser Ausstellung, Interalpina, Financial Partners, LPM Group, Trisuna und Olex. Ein besonderer Dank, und das wurde schon wiederholt gesagt, geht an den Sammler für die zur Verfügungstellung der Gemälde. Danke, Herrn Boris Berkowitsch, auch für Ihre Hilfe. Natürlich schätzen wir externe Hilfestellungen bei Vermittlung und Durchführung solch großer Ausstellungen. Und so will ich es nicht zuletzt Herrn Konstantin Nevjedow, Botschaftsrat der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin, unser herzliches Dankeschön sagen. Ihre lange, jahrelange Verbundenheit mit dem Landesmuseum ehrt uns. Nun, zurück zur Vita des Künstlers. Und ich entschuldige mich gleich im Voraus, dass ich trotz fleißigen Übens wahrscheinlich die Namen holprig oder falsch betont aussprechen werde. Der Künstler ist am 18. September 1939 in Zamoskvorechje, Moskau, geboren. Ab 1947 besuchte er die Moskauer Schule Nummer 2, wo er zwei Jahre später mit dem Zeichenunterricht beginnt. Bereits als 12-Jähriger besucht er Museen, lernt Kunstgeschichte und studiert die Arbeiten der Impressionisten im Puschkin-Museum der Bildenden Künste. Er malt die ersten Aquarelle und begeistert sich für Gedichte. 1954 tritt er in die Künstlerstimmenschule Nummer 75 ein. Drei Jahre später wechselt er zur Schule für Industriekunst. Seine erste Ausstellung von Pastellen ist 1961 dokumentiert. Sie erfolgte in der Schulherberge. Beeinflusst wird sein Schaffen durch die Begegnung mit Untergrundkünstlern, als er zu Oskar Rabin in Ljanozovo reist. Da waren Evgeny Leonidovich Kopivinsky, Maler und Dichter, Henry Sapgir und Igor Kolin, beide Dichter, und die Künstler Anatoly Zverev und Wladimir Jakovlev sowie der Sammler Georgi Kostakis. Als er 1962 Werke für die Ausstellung junger Künstler in der Moskauer Abteilung der Vereinigung der Künstler einreicht, gibt es einen Skandal und er wird von der Schule ausgeschlossen. Kurz danach
folgt seine Wiederaufnahme. 1963, dem Jahr der Geburt seiner Tochter Elena, erhält er sein Diplom mit Auszeichnung. Übrigens 19 Jahre später wird sein Sohn Nikita geboren. Seine Einzelausstellung im Haus der Kultur am Kurchatow-Institut für Atomenergie wird verboten und einen Tag nach der Eröffnung geschlossen. Er lässt sich wohl nicht entmutigen, er malt weiter. 1965 verkauft er die ersten Bilder und beteiligt sich an einer Gruppenausstellung in Neapel. Zwischen 1967 und 1975 stellt er wiederholt in Gruppenausstellungen von Nonkonformisten aus. 1968 kauft er ein Haus in der Region Wladimir, das er heute noch als Atelier nutzt. Erwähnenswert scheint mir auch, dass Kunstkritiker schon früh auf Kalinins Werk aufmerksam wurden, was zum Beispiel in Franco Mieles Buch »The Avantgarde Betrayed« aus 1973 dokumentiert ist, das eine Vielzahl von Bildern des Künstlers enthält. 1976 kauft das Kulturministerium der UdSSR offiziell einige seiner Werke. Der Durchbruch ist geschafft. Ab Mitte der 80er Jahre sieht man seine Bilder vermehrt an Einzelausstellungen in ausländischen Galerien und Museen. Ich nenne Basel, Bern, Paris, Venedig, Los Angeles, San Francisco, Pasadena, Denver, Santa Barbara. Seit 2000 hat er auch immer wieder Ausstellungen in den berühmtesten Moskauer Galerien, wie der neuen Hermitage und der staatlichen Tretjakow-Galerie. Werke des Künstlers befinden sich in privaten Sammlungen, können aber auch im Centre Pompidou Paris, Ludwig Forum Aachen, Städtisches Museum Bochum, Museum für russische Kunst Kiew sowie in den USA bewundert werden, hier vor allem im MoMA, Museum of Modern Art und Metropolitan Museum of Art, New York. Wer Kalinins Werke ab den 70er Jahren in Russland von heute sehen will, der reise dorthin, wo sie neben vielen regionalen Museen in der staatlichen Tretjakow-Galerie Moskau, im Puschkin-Museum der Bildenden Künste Moskau, im anderen Museum Moskau und beim Bosizo staatliche Museen und Ausstellungscenter Moskau sowie im staatlichen russischen Museum St. Petersburg ausgestellt sind. Freut sie sich auf die im Anschluss an die Rede meines, sage ich jetzt, Kollegen, da wir mal politische Kollegen waren, des Herrn Honorarkonsuls, wird Professor Vollkommer Sie in die Ausstellung einführen. Freuen Sie sich darauf, denn alle die, die nur wenig Vorinformationen zum Werk des Künstlers haben, werden so manches Bild besser verstehen, wenn Sie den Vortrag von Rainer gehört haben. Ich danke für Ihr Kommen und wünsche Ihnen einen guten Abend, in dem Sie viele Eindrücke sammeln, die Sie in langer Erinnerung behalten an die Ausstellung und an das Liechtensteinische Landesmuseum. Dankeschön.